Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt und heute spielen wir wieder Angeln. The Fishing Club 3D. Also, ich bin hier schon den ganzen Tag hier unterwegs, ne? Und angel noch mit Brot. Ich habe mir zu viel Brot geholt, deswegen müssen wir ein bisschen Brot holen. So, angeln, verangeln, wir verangeln, ja, naja, egal. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich bin mittlerweile Level 12, wie man oben rechts schwer erkennen kann. Ja. Ist ein bisschen schwierig jetzt nur noch mit Brot, weil wir schon im Gewässer Level 8 noch rumschwirren. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das Ganze so handeln. Aber das sollte gar kein Problem sein eigentlich. Also ich habe rausgefunden, dass es mit anderen Köder besser geht. Aber ich wollte das Brot unbedingt wegangeln. Das beißt jetzt gerade keine Ahnung. Deswegen ist es ein bisschen problematisch. Wir warten einfach ein bisschen. Vielleicht sollte man dieses Spiel auch mehr streamen, anstatt Let's Playen. Aber wir haben jetzt kein Glück, oder? Oh, da schwimmen ein paar Fischis rum hier. Ach ja, ich habe jetzt schon 68 Kilo. Weiß nicht, wie viel Kilo ich in der letzten Folge hatte, aber auch bestimmt 50 oder so. Oder 40. Weiß ich nicht. Und ihr mal gerne nachgucken und mir das in dieser Videobeschreibung schreiben. Ein bisschen mehr Aktivität auf diesem Kanal wäre auch nicht schlecht. So. Es kommt kein Fisch. Wir holen nochmal neu aus. Und zwar ein bisschen nach rechts. Sehen. 24 Meter. 24,1 Meter. Und Kontostand ist so ein bisschen gut. 10.000. In der nächsten Folge werden wir dann einfach mal mit einem anderen Köder machen. Also Wurm hatten wir schon. Deswegen irgendwas anderes mal ausprobieren. Bleiben erstmal in diesem Gewässer, in diesem Level 8 See. So, es passiert wieder nichts. Da ist jemand am Verrecken. Diesen großen Fisch hätte ich auch gerne gefangen, aber ich glaube, das kriegen wir noch irgendwann hin. Keine Sorge, meine Freunde. In der Ruhe liegt die Kraft. Ach ja, hier oben bei Fischen, habe ich einmal gewonnen. Ja, was heißt gewonnen? Ich war Platz 47 oder so und hatte 4 Fische gefangen. Moment, geht hier gar nichts, ne? Vielleicht sind wir auch zu weit draußen. Nehmen wir in die Mitte jetzt. So, kannst du vielleicht aufhören zu laden, Lange? Hallo?
Mal sehen. Oh, 17 Meter. Sollte was anbeißen. Hoffe ich zumindest. Sonst war das Ganze hier umsonst. Jetzt kommt einer. Come on, Fisch, come on! Los, beiß rein! Oh yeah! Und nach 5 Minuten hat er erstmal einen angebissen hier. Belastend irgendwie. So, da haben wir den 204 Gramm Fisch gefangen und haben dafür 204 XP bekommen. Auf jeden Fall ganz nice. Aber wir sollten nicht so weit ausholen, oder? Also 11 Meter, 11 Meter 4. Sollte eigentlich, ja, easy, kommt. Fressi, fressi. Oh ja, ich zieh dich raus. Komm. Du kommst in meinen Eimer. Dein Fang wird gewogen. So, dann wollen wir mal ein bisschen höher. Zack, ein bisschen die Stelle merken, aber ein bisschen links nach links, nicht nach rechts. Und da hat schon wieder einer angebissen. Also manchmal geht es richtig flott. Manchmal auch stundenlang warten. Bam, ich zieh die raus. Du kommst auch in meinen Eimer. Vielleicht brauchst du ein bisschen Gesellschaft. Im Eimer. Zack, so. Jetzt müssen wir hier hin. Boah, ein bisschen zu knapp, glaube ich. Mal sehen, 9 Meter 1. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich, ich kann euch nachher mal die Rangliste zeigen, am Ende des Videos natürlich, dass wir das ganze Brot wegarbeiten. War irgendwie auf Rang 6000 oder noch mehr, keine Ahnung. So, da hat wieder einer angebissen. Also es geht um die Kilozahl hier unten. Und wir können auch schon Angelclub erstellen, aber ich denke mal nicht, dass ihr Bock habt, dass wir einen Angelclub erstellen. Wenn ja, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Mal sehen. Dann würde ich gerne einen Angelclub erstellen und dann angeln wir zusammen, Gemeinschaft. Ja, und dann kann halt der Rang, also die Gruppe dann, der Clan halt dann auch aufsteigen und die anderen Clans dann überholen und dass wir die Kings sind und so weiter und so fort. So, 9,8 Meter ausgeworfen. Mal sehen, mal sehen. So, jetzt beiß bitte an, meine Freunde da draußen, meine kleinen Fischis. So, hier, komm, komm, hier, guter, lecker, lecker. Komm schon.
Ich weiß nicht, aber mir hat das Spiel irgendwas angetan. Das macht so süchtig irgendwie, dass ich das jetzt ganzen Tag schon zocke. Das ist echt unglaublich. Aber wir hängen echt mit diesen Brotkrümeln. Das ist ein Level-1er Schnitt und ich, Dummkopf, hab mir dann einfach mal Brot gekauft. Ja. Okay, das war noch die Anfangszeit, ne? So, da kommt nichts. Wir müssen neu auswerfen und ein bisschen nach rechts klettern, denke ich mal. Oh, so, zack, jetzt aber. Ah, sind 20 Meter pro Stunde, ne? Ja, fast. Ja, da hat einer angebissen. Aber man muss immer so nach rechts, sondern Mitte und dann links oder so machen, dann beißen die alle an. Ja. Komm raus in meinen Eimer. Da ist noch Platz. Zappel nicht so viel rum, du hast eh keine Chance mehr. Auf den Grill. So, dein Fang wird gewogen. 290 Gramm, 290 XP. Ach so, es geht nach der Grammzahl. Okay, alles klar. So, wir werden noch mal hier noch rechts auswerfen. Oh, da hat schon wieder einer angebissen, der hat das schon gerochen. Und zack, raus mit dir. Ab in den Eimer. So, dann werden wir auch nochmal da hinwerfen, weil das geht dann richtig schnell hier im rechten Gebiet. Und wieder hat einer angebissen. Oder er hat das gerochen, noch nicht angebissen, aber gleich, er kommt und ja, er schwimmt. Und er hat den Angelhaken. Ja. So, ziehen wir das gute Stück mal raus. Da haben wir den Burschen. Und wir werden nochmal dahin werfen, auf fast gleiche Stelle hier gekriegt, ey. So, da hat schon wieder einer das gerochen und jetzt beißt er auch gleich an. Oh, das geht ja ratzfatz jetzt hier, ne? Zack, raus mit dir an die frische Luft. So, 70 Kilo auch erreicht, die wir in unseren ganzen Angeltutorials hier gefangen haben. Ist auf jeden Fall nice, aber wir werden wieder auf dieselbe Stelle so Pi mal Daumen werfen. Sehen, ob es schneller geht. Oh, da ist er. Er will das, oder er? Na kommt. Siebenmal noch. Dann haben wir das Brot hinter uns. Dann ist das Brot endlich weg. Und da hat schon einer wieder gerochen. Und er schwimmt wie ein Weltmeister, der jetzt im Angelhaken. Und er ist jetzt dran. Du bist dran. Du kommst auf den Grill. Das sag ich dir. Lecker. Fisch. Und wir werden es wieder so hinwerfen. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Oder? Wir fliegen immer. Mach mich. Irre. Kirre. Mille. Oh, da hat schon wieder einer angebissen. Eine Forelle oder so. Ah, er verpisst sich wieder.
Und jetzt kommt er wieder. Oh, es riecht doch so gut. Es riecht doch so gut, ja. Ja. Jetzt kommt so ein Eimer rein. Ist eingefroren, erst ausgenommen, ne? Und dann schmeckst du ziemlich gut, ey. Das sag ich dir bestimmt, ey. Ein schön Bratfisch, ey. Na, kommt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich hoffe, wir schaffen das. Wenn das Spiel uns das erlaubt. Oh, da hat schon wieder einer angebissen. Und raus mit dir! Komm her hier! Zappeln brauchst du nicht. So, wieder da in die Mitte. Also nach rechts in die Mitte. Rechte Mitte. Ja, jetzt sieht das ein bisschen leer hier aus. Man weiß es nicht. Na, kommt her, Fischies. Sache hier, ja, ran an den Speck hier. Sind Brot, aber riecht nach Speck. Oh, ich habe die schon wieder rausgezogen hier ein bisschen. Ja, vielleicht haben wir auch so ein bisschen zu weit rausgeworfen. Sehen, ein bisschen reinziehen und zack. Wieder runter. Sehen und. Kommt schon. Okay, ich werfe nochmal aus. Reicht mir. Bestimmt hier irgendwo. Oh, sind 20 Meter. Oh, nicht ganz. Sieht immer aus wie 20 Meter geschätzt. Aber jetzt hat wieder einer angebissen und er schwimmt und er schwimmt. Jetzt haben wir dich. Zack. Ich wollte gerade auf das X klicken. Das wäre dumm gewesen. So, mein schöner Fischi. Wie viel wiegst du? Kann nicht viel sein, 300 Kilo oder so. 300 Gramm. Ein Kilo wäre ein bisschen viel. So, wir werden nochmal die Angel hier ausschmeißen. Hier vorne gleich, hier so in der Mitte. Oh, nice. Da beißen schon drei Stück an. Ja. Aber nur einer hat die Möglichkeit, zu mir zu kommen in den Eimer. Für das Abendessen. Die Pfadfinder muss ja was ordentliches geben hier, ne? Ja, da kommt der erste. Na, wo kommt der? Wo kommt der? Da kommt er. Ach, da ist er schon. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. So. Haben wir jetzt noch einen Auswurf und dann haben wir es auch geschafft. Dann haben wir das ganze Brot weggearbeitet. Da ist er. Er schwimmt und er schwimmt wie Michael Schumacher. Obwohl, kann Michael Schumacher schwimmen? Man weiß es nicht. Müsste man in Google nachlesen. Aber ich habe jetzt kein Google. Ist zu teuer. So. 265 Gramm. Ah, das sieht gut aus. Ohne Gräten nur noch 200 Gramm oder so. Man weiß es nicht. So. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und jetzt können wir noch ganz schnell alles verkaufen. 4800 bekommen wir. Sollten wir schon verkaufen oder sollten wir noch ein bisschen warten? Wir verkaufen einfach alles. Oh.
15.698 Euro, Dollar, was das auch für eine Währung ist. So, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.